Die Gäste sind aus Kamerun, dem Libanon und Israel nach Worms gekommen. Bei den zweiten Wormser Religionsgesprächen ging es um die Reformation und das Motto Gewissensfreiheit in der einen Welt. Unter den Gästen auch die Islamwissenschaftlerin Naila Tabara. Ihre Heimat ist der Libanon, direkt an der Grenze zu Syrien. Die Muslima ist mit Krieg und Gewalt aufgewachsen. Die Rolle unserer Religion bei diesen Konflikten sehe ich darin, unsere religiösen Texte neu zu interpretieren, und zwar vor allem unter der Voraussetzung, menschliches Leben zu erhalten. Außerdem geht es dabei darum, die Würde und Religionsfreiheit zu bewahren. Hier sehe ich vor allem Religionswissenschaftler und Religionsvertreter in der Pflicht, egal ob jüdisch, christlich oder muslimisch. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass keine Menschen, Parteien oder bewaffnete Gruppen im Namen der Religion oder im Namen Gottes gegen diese Werte handeln können. Miteinander reden. Der Dialog der Religionen hat in Worms Tradition. Die heutigen Religionsgespräche sind eine Fortsetzung der Gespräche der Religionen aus dem Mittelalter. Schon damals kamen in Europa und im Nahen Osten Christen, Juden und Muslime zusammen. Auch über 450 Jahre später gibt es zum Beispiel zwischen Islam und Christentum noch Redebedarf. Dass sie sich gegenseitig in ihrer Verschiedenheit tolerieren, den Missionsgedanken aufgeben. Und ich kann natürlich an der Stelle auch nicht verschweigen, dass ich mir wünsche, dass in islamischen Ländern das Christentum anders toleriert wird, als dies zum Teil heutzutage geschieht. Das betrifft auch die Türkei, wo es ja teilweise nicht möglich ist, theologische Fakultäten zu installieren und Ähnliches. Das finde ich also wirklich eine Aufgabe, dafür zu kämpfen, von allen Konfessionen. Ja. Verschiedene Religionen an einen Tisch bringen, das war das Ziel der Religionsgespräche in Worms. Rund 1300 Besucher kamen zu den Reden, Workshops und Diskussionsrunden. Die Religionsgespräche sollen künftig alle 2 Jahre stattfinden.